Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem neuen Video. Mein Name ist Isabel und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr mit verschiedenen Geräten und Materialien ein kleines Projekt umsetzen könnt. Konkret soll es dabei um diese Stempel gehen. Was ihr dafür braucht und wie das Ganze funktioniert, seht ihr nach dem Intro. Also bleibt dran! Wir brauchen Moosgummi bzw. Lasergummi, auf das wir mit dem Lasercutter unser Motiv gravieren. Kleber, ein Skalpell oder ein Cuttermesser und unsere 3D gedruckten Griffe. Außerdem Papier und Stempelfarbe, damit wir unseren Stempel auch direkt testen können. Fangen wir an mit der Konstruktion. Ich nutze dafür Tinkercad. Ihr könnt aber auch jedes andere CAD-Programm verwenden. Wir starten mit einem Quader als Stempelgrundfläche. Wenn wir auf die Ecken klicken, können wir die Maße eingeben. Ich habe mich für einen quadratischen Stempel mit 30 x 30 mm entschieden. Nun machen wir das Ganze noch etwas flacher. 4 mm sollten ausreichen. Kommen wir zu dem Griff. Hier möchte ich euch zwei Varianten zeigen. Für die erste brauchen wir den Zylinder und die Kugel. Ich passe beides von der Größe her an, platziere sie mittig und schon ist unser Griff fertig. Probiert gerne auch eigene Ideen aus. Für weitere Tinkercad-Tutorials könnt ihr auch auf unserem YouTube-Account gucken. Kommen wir zur zweiten Variante. Hierbei habe ich mich für das Polygon entschieden. Ich passe die Größe an und entscheide mich dann für 8 Seiten und füge außerdem noch eine Faser an der oberen und unteren Kante hinzu. Nun wieder alles mittig ausrichten, gruppieren und schon sind wir fertig. Ich wollte aber noch etwas an der Form verändern und habe den Torus als Bohrung hinzugefügt. Wieder mittig ausrichten und die Größe über die Regler anpassen. Achtet darauf, dass nicht zu viel von dem Stempelgriff in der Luft hängt, weil es sonst schwierig zu drucken ist. Dieser fordert etwas Geduld, aber ich habe es geschafft und so gefällt es mir sehr gut. Wir exportieren die Datei als STL und können sie nun im Slicer für den 3D-Druck vorbereiten. Zuerst prüfe ich die Positionierung und die Ausrichtung. Solltet ihr mit der Größe nicht zufrieden sein,
könnt ihr sie hier auch nochmal ändern. Wir bleiben aber bei unserer voreingestellten Größe und widmen uns jetzt den Druckeinstellungen. Zuerst die Qualität. Standard ist vollkommen ausreichend. Das Raft ist eine Grundfläche, damit das Teil besser auf der Druckfläche haftet. Und wenn ich Support anschalte, werden Stützstrukturen generiert. Das Infill habe ich auf 20% reduziert, das reicht vollkommen aus. Die Wände habe ich auf 3 gesetzt. Die Einstellungen für das Material sind so richtig. Schauen wir uns nun die Druckvorschau an. An den Seiten sehen wir die Stützen, die wir leicht entfernen können mit dem Cuttermesser. Das Infill sieht ebenfalls gut aus. Nun können wir die Datei auf den USB-Stick speichern und uns dem 3D-Drucker widmen. Wir suchen auf dem Drucker unsere Datei. Da ist sie. Super. Wir drücken den großen Knopf und der Drucker bereitet alles vor. Der Extruder wird erwärmt und die richtige Position auf der Platte gemessen. Ich habe das Ganze mal etwas vorgespult. Nach wenigen Minuten geht es schon los. Schicht für Schicht wird nun unser Stempel gedruckt. Ihr seht den Vorgang im Zeitraffer. Original hat der Druckvorgang 45 Minuten gedauert. Während der Drucker druckt, könnt ihr euch uns ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welche weiteren Projekte euch interessieren. In der Zeit, wo der Drucker fleißig ist, machen wir uns an die Erstellung der Stempeldatei. Ich nutze dafür die Website Flaticon. Ihr könnt aber auch eigene Grafiken nutzen oder eure Motive zeichnen und einscannen. Ich suche nach einem Fahrradmotiv. Dieses gefällt mir gut. Ich lade es als SVG herunter. Wenn ihr nur eine JPEG- oder PNG-Datei zur Verfügung habt, ist das aber auch kein Problem. Achtet beim Download immer auf die Lizenzart des gewählten Designs. Wir öffnen die SVG-Datei in Illustrator und kopieren sie auf unsere Zeichenfläche. Nun die Größe anpassen. Achtet darauf, dass der Schalter für proportional verändern aktiviert ist. Sonst wird euer Objekt verzerrt. Ich ändere das Objekt auf 29 mm. In der Breite und füge jetzt ein Quadrat mit der Größe unseres Stempels hinzu. Schnell noch die Füllfarbe auf durchsichtig, die Kontur auf schwarz und 0,1 pt Konturstärke einstellen. Dadurch erkennt der Laser die Linie als Schnittlinie. Quadrat und Motiv sollten nun mittig zueinander ausgerichtet werden. Die Zeichenfläche verkleinere ich auf 31 mm im Quadrat. Zum Schluss ist es noch ganz wichtig, alles zu spiegeln. Gerade bei Text ist das essentiell, sonst wird euer Text später in Spiegelschrift gestempelt. Nun können wir die Datei als PDF speichern und mit dem USB-Stick zum Lasercutter gehen. Wir legen das Lasergummi in den Lasercutter ein und suchen mit Hilfe des roten Markierungslasers unsere Startposition.
Nun noch den Fokus mithilfe dieses Dreiecks festlegen und der Laser ist startklar. Der Fokuspunkt hängt natürlich von der Dicke eures Materials ab. Bevor wir den Laservorgang starten können, müssen wir dem Laser natürlich sagen, welche Datei er wie lasern soll. Dazu öffnen wir diese und gehen in das Druckmenü. Wir wählen den richtigen Lasercutter aus und gehen dann in die Einstellungen. Unter dem Reiter Erweitert gibt es eine Bibliothek mit Voreinstellungen für jedes Material. Auch Moosgummi und Lasergummi ist dabei. Wir wählen Lasergummi und achten auf die linke Seite. Der Rastertyp ist automatisch auf Stempel gesprungen. Dadurch erstellt der Laser automatisch die Invertierung sowohl wie die sogenannten Stege und Schultern. Die sorgen dafür, dass auch schmale Elemente beim Stempeln stabil stehen und nicht zur Seite wegklappen. Solltet ihr das Spiegeln in Illustrator vergessen haben, könnt ihr das hier nochmal nachholen. In den allgemeinen Settings löschen wir den Autofokus, den haben wir schon manuell fokussiert, und geben die Material- bzw. Dateigröße an. Für eine feinere Gravur ändere ich das Rastermuster auf Jarvis. Der Druck wird zum Drucker gesendet und kann gestartet werden. Zuerst die Gravur und dann der Schnitt. Wenn der Laser fertig ist, nehmen wir das Material aus dem Laser und lösen unser Motiv raus. Hier hat der Laser wohl nicht ganz gut geschnitten, aber es funktioniert trotzdem. Anschließend lasern wir noch zwei Quadrate aus Moosgummi, damit der Stempel eine kleine Pufferschicht bekommt. Das geht ganz schnell. Und schon können wir alles zusammenbauen. Wir verteilen etwas Kleber auf der Stempelfläche und drücken zuerst eine Schicht Moosgummi, dann wieder etwas Kleber und danach das Lasergummi dagegen. Achtet darauf, nicht allzu viel Kleber zu nehmen. Wenn beide Schichten ordentlich positioniert sind, lassen wir sie am besten in Ruhe trocknen. Dazu stelle ich den Stempel einfach so hin. Unser Stempel ist nun trocken und wir können den ersten Test machen. Also Stempelkissen auf, Stempel mit Farbe benetzen und ab aufs Papier. Und da ist schon unser Ergebnis. Also ich finde, das ist richtig gut geworden. Was meint ihr? In diesem Video habt ihr nun gelernt, wie man ganz einfach verschiedene Stempel erstellen kann. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wenn ja, dann folgt uns doch gerne hier auf YouTube oder auf unseren anderen Social Media Kanälen. Liked dieses Video und wenn ihr Fragen habt, stellt sie gerne in den Kommentaren. Hier kommt ihr noch zu weiteren Videos aus unserer Workshop-Reihe. Viel Spaß damit!